die Akkus frisch bleiben. Die gleiche alte Geschichte. Und eine Gasmaske. Setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Oder, noch schlimmer, an die Oberfläche. Armeeausgabe der Medipacks, nur für den Fall. Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Versuche, deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken, ja? Das bedeutet... Oh, erstmal laden. Cool, da sieht man genau, wie viel man noch hat. Hallo. Okay, die Treffergenauigkeit ist wirklich nicht die beste. Hallo? Okay. Das ist ja cool mit diesen Effekten, dass man genau sehen kann, wie viel man noch drinne hat. So. Wo musste ich hin? Ja. Genau dahin. Meinst du, wir können irgendwann zurück an die Oberfläche? Ich habe Moskau nie gesehen, nur die alten Bilder. Moskau ist weg. Und bald werden wir auch weg sein. Und die Monster werden die Erde übernehmen. Das kann gut sein. Hi, wie geht es dir, Ratjom? Komm herein, Junge. Bist du bereit aufzubrechen? Gut. Du hast vermutlich gehört, dass unsere Station ein Bündnis mit Riga eingeht. Wir schicken ihnen ein paar Wagen mit humanitären Gütern, ein paar Waffen und verschiedene Ausrüstungsgegenstände. Das ist die Ladung, die du bewachen wirst. Es ist keine sehr lange Reise und es sollte auch nicht zu schwierig werden. Gut, aber die Frage ist, wieso haben die Knöchel frei bei diesen Handschuhen? Das ist doch vollkommen irrsinnig, wenn man mit den Fausten steckt, dann sollte man doch da was vorhaben. So, bin ich hier richtig? Ja. Hi, Artyom! Wow! Mein Rücken! Mächtig feiern! Mein Rücken, muss ich sagen! Eins noch! Du schließt dich der Karawane an, dann viel Glück! Ja, so, also wir müssen jetzt zu Riga. Artyom! Hierher! Beeil uns! Seine Erfindung zur beliebtesten Waffe der Welt wurde. Sei gegrüßt. Du bist also bereit aufzubrechen? Grenze mit ihrer Hilfe. Yep. Bist du bereit? Dann los. Wenn ich das Ding erfunden hätte, wäre ich verrückt geworden. Stell dir vor, deine Erfindung ist die Mordwaffe Nummer 1 in der Welt. Das du setzt dich dahin, Artyom. Und du, Eugene, setz dich dahin. Hat jemand irgendwas vergessen? Hast du jetzt endlich die Ausrüstung? Dann lass uns gehen. Hey Leute, ihr wollt nach Riga? Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Klar, aber nicht kostenlos. Du musst dann und wann den Hebel bedienen. Geht klar. Dann los. Also gut, allen, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück. Bist du also bereit, endlich woanders hinzugehen? Ja, Artyom! Endlich frei! Naja, zumindest für die Dauer der Fahrt. Es wird bestimmt Spaß machen. Oder gefährlich werden. Noch besser, oder? Okay, also ich wette, dass hier irgendwas passieren wird. Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. Da hat er recht. Wo kommst du denn her? Riga, ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Ich wette, dann hast du schon ein paar Orte gesehen. Ja, der Markt kommt direkt nach Riga. Und das ist bereits eine große Metro.
Ich habe regelmäßig Touren zu Polis gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu kommen. Gute Fahrt. Entweder das oder man muss von der Hanse sein. Ich liebe es, diese Züge. Wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder die üblichen Banditen. Und die sind in letzter Zeit ziemlich übel geworden. Wenn sie nicht gegen andere kämpfen, führen sie untereinander Krieg. Das Schlimmste, was ich je durchstehen musste, war die Sewastopolskaja. Genau genommen. Ihr Blödherrscher! Plötzlich überkam ich den Rest und die Berater. Langsamer, Jungs. Peter, was ist los? Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaja stecken geblieben. Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaja vorbeiführt. Ach Mist, ich hasse diesen Tunnel. Also gut, Peter. Öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Wieso? Was ist denn mit dem Tunnel? Es ist ein normaler Tunnel. Vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und ich mag ihn einfach nicht. Okay. Das hört sich gar nicht gut an. Was die hier so sagen. Gute Fahrt. Lass mal lieber Licht anmachen. Wir fahren eine Draisine und sind bewaffnet. Wir werden also ankommen. Ja. Da bin ich nicht so ganz. Ratten. Verdammt, tut mein Kopf weh. Wenn du mir hilfst, den Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Acht auf den Bereich hinter uns, Atjom. Klar, helfe ich. Auf diese Weise kommen wir schnell nach Riga. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn sie hier sind. Und mir tun sie leid. Sie? Wer? Kannst du sie nicht weinen hören? Wen meinst du mit sie? Oh, schöne Nachladefehler. Was ist mit dem los? Boris! Hey, was geschieht mit mir? Was? Mein Kopf! Artyom, was ist das? Aua. Was passiert nur? Artyom! Hierher! Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis! Versteht! Hau ab. Okay. Das sind garantiert nicht nette Leute. Komm, aufstehen. Hallo. Steh auf. Was zum Teufel geht dir vor? Scheiße. Aufwachen, Leute. Aufwachen, um Himmels Willen. Boris, wach auf, Boris. Scheiße, das ist gar nicht gut. Nachladen, schnell. Atjom, nimm eine Schrotflinte!
Okay. Scheiße! Keine gute Idee. Adiom! Adiom! Nein, 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 nein! Adiom! Wieso nicht? Adiom, das Ding kriegt mich! Hallo? Nachladen! Schnell! Nachladen! Wieso habe ich keine Munition? Komm, hilf mir! Komm, bleib am Leben! Wir sind fast an der Streckensperre! Sie ist nicht mehr weit! Rette mich! Ich kann dich nicht retten! Adiom, das Ding kriegt mich! Adiom! Was soll ich machen? Aua! Messer? Messer? Wechsel auf das Messer. Ah, jetzt habe ich Munition dafür. Aua! Brennt! Lasst uns ihnen den Marsch blasen! Das war heiß. Ich brauche etwas zu trinken. Scheiße. Was war das gerade eben? Ich habe keine Ahnung. Die Rika-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Polis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Gut. Also... Alles klar, Jungs. Trinken wir auf unseren Freund Achom, der Monster und Anomalien gleichermaßen bekämpft. Auf, Achom. Auf dich! Junge. Ohne dich, Achom, wären wir wie Kohl zerfetzt worden. Du hättest einen Orden verdient. Oder wenigstens etwas extra, Mun. Hier, nimm das. Auf dich! Achom, auf dich! Komm. Achom, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Mal sehen, ob dieser Pilzwodka ihn umhaut. Okay, Pilz, das müssen wir mal untersuchen. Auf unser Glück und auf Achom. Auf deine Gesundheit. Ich glaube, ich muss jetzt auch Schluss machen. Der Wodka haut rein. Wem sagst du das? Der Tunnel zum Markt ist verschlossen und ich langweile mich zu Tode, während ich herumsitze. Ich hab meine Rechte! Lass mich aus der Station raus! Was interessiert es dich überhaupt, ob ich lebe oder sterbe? Das interessiert mich überhaupt nicht, Arschloch. Okay, ich würde sagen, das war's fürs Erste. Hier gibt es auf jeden Fall ziemlich viele Dialoge. Es lohnt sich eigentlich fast gar nicht für mich irgendwie zu reden. Deshalb, tut mir leid, aber das war's fürs Erste. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.